kommen jetzt erstmal diese Stangen rein. Letztes Jahr habe ich ja schon mal einen Bienenschwamm in so einen Korb reingemacht, weil der hat es leider nicht geschafft, weil der Königin, es war ein Nachschwamm und die Königin ist nicht begattet worden. Und jetzt probieren wir das nochmal. Boah, ich dachte jetzt die Paar, aber hier oben sitzt der ganze Batzen, Alter. Boah. Alter, ich bin umzingelt von den Teilen, oh Gott. Die machen aber nichts, die suchen nur. Ich hoffe, ich habe irgendwie Bedenken, dass sie mir irgendwie ins Hemd reinkrabbelt. Mal sehen, wenn es die ersten checken. Das war jetzt ein relativ kleiner Bienenschwarm, den ich da in den Korb reingemacht habe. Und ich probiere das jetzt nochmal aus, wie die Bienen in diesem Korb klarkommen. Früher haben die Imker ja nur Bienenkörbe gehabt und nicht diese ganzen viereckigen Kästen und so. Und ich glaube, da das so eine runde Form ist und da das auch durch das Stroh mega gedämmt ist, ist es ziemlich cool für die Bienen. Also ich bin gespannt, wie die da drin jetzt klarkommen, vor allem auch mit der Varroa. Schauen wir mal, wie es aussieht in ein paar Tagen, wenn die da drin schon fett Waben gebaut haben.